jetzt hier im Zeise Viertel. Hier vorne, direkt vor mir, ist das Zeise Kino. Das kann ich kurz zeigen. Da sieht man auch im Hintergrund ein wunderschönes Plakat. Wenn mein Wuschelkropf jetzt nicht davor wäre. Und durch die Zeise Hallen hindurch hier kommen wir direkt zur Redaktion von Winkelblick. Ich habe heute eine Einladung bekommen, um mal hinter den Kulissen zu gucken. Oh, schön bunt, hier ist das wunderbar. Wenn ich das einmal zeigen darf, hier im Hintergrund ist sowas. Da wohnt Robin Hood oder Robinson Crusoe, schön gebaut. Hier auch die Zeisehallen. Hier wurden früher Nähnadeln hergestellt und unter anderem auch Heftzwecken und Pantoffeln, glaube ich. So, einmal hier durch, dann rechts, glaube ich. Ja. Auch hier ein wunderbares Wohnviertel. Also wer Ottensen so aus dieser Perspektive nicht kennt, hier haben sie übrigens die DDR original nachgebaut mit originalen Holzpaneelen, sieht man das? Das Original nachgetreu, nachgebaut, die DDR-Mauer zu Zeiten 61, 62. Hier kann man das nochmal sehen. Ja. Ja, Winkelblick ist ja ein Stadtteilmagazin, welches demnächst so in Planung für verschiedene Stadtteile konstruiert ist, produziert. Ich werfe jetzt mal einen Blick hinter den Kulissen, wie so ein Stadtteilmagazin überhaupt entsteht, aufgebaut wird. Ich hoffe, ich kriege Kontakt mit den Grafiker und den 20 bis 30 Redakteuren, die ja für Winkelblick arbeiten sollen. Dann mache ich erstmal hier einen Cut. So, ich befinde mich jetzt hier am Born. Die Redaktion soll hier am Born sein. Ich mache mal kurz einen Schwenk, damit man das sehen kann. So sieht das aus. Ich setze mal da oben. Ich halte mal drauf. Da oben befindet sich jetzt die Redaktion von Winkelblick. Haben, weil wir wollen ja wieder live senden. Aus dem Bericht heraus. Das wissen wir jetzt. Wissen Sie, wo wir hier WLAN bekommen? Kennen Sie sich hier aus? Was wollten Sie haben? WLAN, hier für meinen Internetzugang. Kenne ich nicht. WLAN, wo man Internetverbindung hat? Nee, kenne ich nicht. Wollte die Live-Sendung, kennen Sie gar nicht? Nee, kenne ich gar nicht. Am besten Sie fragen mal im Geschäft. Fragen Sie mal da im Geschäft lang. Ja, danke. Hier der Türke wird es nicht wissen, aber in dem Nebengeschäft fragen Sie mal. Ja, oder ich schaue einfach hier an. Sports, also man müsste ja hier in Ottensen auf dem WLAN geben. Ich stelle einfach mal irgendwo an. Naja, danke sehr. Ja, die Frau kennt sich mit WLAN noch nicht so gut aus. Hallo? Ja, ich bin's. Zweite Etage. Was? Zweite Etage. Zweite Etage? Ja. Danke sehr. In Gebäuden ist es ja immer total schwierig, WLAN zu bekommen und auch einen Fahrradstellplatz, wie man hinter uns sieht. Fahrrad abstellen ist nicht erlaubt. Ist die Kamera auch noch krumm. Achso, ich wollte mal darauf hinweisen, am 24.09. ist ja meine Lesung, die fängt um 19 Uhr an. Die Lesung nicht. Die Lesung findet um 18 Uhr. Quatsch, um 20 Uhr. Hallo? Ja, ich gute nur zwei Balken, ist ja klar. Thank you.
eine Fahrt machen. Ich weiß, ich habe gerade schon gehört, das ist ja wie im Alcatraz hier. Alcatraz, ja? Mit dem dicken Schloss hier. Guten Morgen. So, ich stelle das Ding erstmal ab. Oder du stell dich vor. Ich bin der Gianni und wir sind hier im Winkelblick. Genau. Die Damen da drüben möchten nicht. Ich mache erstmal einen Cut hier.